Ich überlege, ob ich das Tutorial einfach abbreche und selber Murks versuche. Ah, weil ich doof bin. Ich kann aber ganz spurbar. Patsch, patsch, patsch. Achtung, Achtung, Achtung. 1, 2, 3, 4. Bin ich doof? Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Simulator-Spiel. Die liebe Peri hat mir dieses Spiel geschenkt und wir schauen da jetzt einfach mal rein. Wenn es Spaß macht, gibt es noch mehr Folgen. Hallo, Musik? Ich fange hier an und die Musik geht aus. Bis gerade war Musik. Dann gehen wir einfach mal rein. Es ist der Bakery-Simulator. Profile Name. Ja. Confirm. Player. Ja, wir spielen das Tutorial. Da ist wieder Musik. Achso, press any key, ja. Ich habe es eigentlich auf Deutsch gestellt, aber gut. Willkommen zu deiner Bäckerei. Biggest dream came true. Dein größter Traum wurde wahr. Du hast deine ganz eigene Bäckerei geöffnet. You're ready to flood the city with fresh pastry. Und du bist bereit, die Stadt mit frischem Gebäck zu fluten. Naja, egal. Es ist erst der Anfang. Da ist viel harte Arbeit, die vor dir liegt. Build reputation gain. Bau deinen Ruf auf, sammle Erfahrungen und become successful in the world und werde erfolgreich in der Welt des Backens. Ich habe früher mal den, wie ist das hier, Buddy sucht den Meisterbäcker. Ich weiß nicht mehr, auf TLC. Wer die geilsten und krassesten und kompliziertesten Torten gebacken hat, habe ich immer geguckt. There's a lot of research. Es gibt viel Verantwortung, aber keine Sorge, du wirst es schaffen. Nach allem, das ist häufig, ist das, was du dir erträumt hast. Die erste Bestellung wartet auf dich. Let's go. Use WASD to move around. Bakery. Ui, 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 ui. Now go to the ordering board and press. No. Moment. Ich habe vorhin Einstellungen gemacht. Warum ist das wieder weg? Gut, dann. Rage. Das aus. Dann mache ich das halt nochmal. Very high, Maximum, alles very high, das ein klein bisschen heller. Hat das genommen? Nein, sag mal, wieso nicht? Ah, weil ich doof bin. Ja, ich, es tut mir auch leid, ich bin morgens, vielleicht aber auch allgemeines Problem, nicht so aufnahmefähig. Ich habe auch bei der Folge, wann bringe ich sie raus? Ich glaube, jetzt letzten Freitag, wenn ihr das seht, mit dem Poop-Ding im Schnitt bin ich immer schlauer. So, wo war ich jetzt hier? Und sehe das dann und denke mir jedes Mal, mein Gott, war ich doof. Hi, very high, maximum, apply. So, ich hoffe, ich habe alles. Ja, noch ein bisschen. Maus. Ja. Okay, ich versuch's mal. Gehe nun zur Bestelltafel und drücke die Maustaste. Das wird die Bestelltafel sein. Ne, die liegt ganz im Weg. Ich kann nicht springen. 5 Minuten Bakery, 3 Frühstücksbrötchen, 150 Geld und 5 Erfahrungspunkte. Ja, um fortzufahren. Oh, was stand denn da?
Links finden Sie eine Liste der Geschäfte mit aktuellen Bestellungen. Jetzt ist nur noch eine Bestellung verfügbar, aber später im Spiel kannst du mehr als eine Anfrage aus einer viel längeren Liste auswählen. Okay, auf der rechten Seite findest du eine Karte mit markierten Geschäften. Auf dieser Grundlage kannst du Standort der Bestellung überprüfen und entscheiden, in welchem Teil der Stadt du eine Lieferung machen möchtest. Okay, aber nicht, wird das nicht so kompliziert für mich hier. Wähle nun die verfügbare Bestellung aus und drücke. Achso, und drücke. Bestätigen. Nachdem du eine Bestellung ausgewählt hast, erscheint sie auf der Bestelltafel. Drücke die Maus auf der Tafel, um sie entgegenzunehmen. Aber bevor du weitermachst, lass mich dir etwas über das Rezeptbuch beibringen. Okay. Um das Radialmenü zu öffnen, drücke Tab. Rezeptbuch. Anruf wegen Verspätung. Ach Gott. Positionsrücksetzen, Backzubehör, Anpassung, Wirtschaft. Wenn ich das schon sehe, dann denke ich wieder an die Schule. Ah. Okay. Drücke R, um fortzufahren. Ja, habe ich da. Nein, so viel Text. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ich bin da jetzt schon müde. Hier sind alle Rezepte, die du bereits kennst. Im Moment sind es nicht so viel, aber keine Sorge. Mit jedem neuen Level lernst du neue Lesezeichen an der Seite erleichtern. Was? Lesezeichen an der Seite erleichtert die Navigation. Informationen über die Vorbereitung. Mit den Pfeilen kannst du die Anzahl. Noch kann ich es nicht. Drücke Escape, um das Rezeptbuch zu schließen. Okay. Die Checkliste ist auf der rechten Seite. Ja, das ist viel besser. Sie hilft dir, dem Rezept zu folgen und es perfekt zu vervollständigen. Ich habe letztes Wochenende habe ich einen Diät-Käsekuchen gebacken. Also eigentlich einen Protein-Käsekuchen. Der war gut. Bist du bereit zu backen? Ja, gut. Drücke Maus auf der Schale, um sie aufzuheben. Schale. Diese Schüssel ist durchschnittlich und klein, aber ich überlege, ob ich das Tutorial einfach abbreche und selber Murks versuche. Ja. Du kannst die Zutaten einsammeln, indem du jedes Mal, wenn du den Messlöffel benutzt, klickst oder die Maustaste gedrückt hältst. Wenn du sie festhältst, füllt sich der Löffel nach und nach wieder auf. So, wir sind bei Butter. Wieso willst du Butter? Hefe, Zucker. Hier steht nichts von Butter. Ich will keine Butter. Ja, deswegen ist da auch bestimmt ein Ausrufezeichen. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, siehst du neben dem falschen Schritt. Ja, okay. Keine Sorge, den Fehler kannst du beheben. Wie denn? Kannst nur die zuletzt hinzugefügten Zutaten entfernen, indem du auf den Zutatenmelder klickst. Um die Menge. Ach so, die rechte Maus, Entschuldigung. Cool, aber was tun, wenn mehr als eine Zutat falsch ist? Dann du kannst diese mit dem Abfallbehälter entfernen. Okay. Was soll ich denn hiermit? Habe ich doch jetzt weggemacht. Ich werde dir zeigen, wie. Musik? Wie es funktioniert, lege die markierte Zutat mit wieder in die Schüssel. Geh nun zum Mülleimer. Soll ich die Butter einfach wegschmeißen? Oh, die Schale sieht aber nach ein bisschen Butterkacke aus. Du kannst den Abfallbehälter auch verwenden, um andere Dinge wie verbranntes Brot, ja, das könnte passieren, oder gebrauchte Brotformen wegzuwerfen. An der Musik arbeiten wir aber noch. Wie auch immer, zurück zum Backen. Schau dir das Zutatenregal an. Es scheint, dass eine der Zutaten, die du brauchst, fehlt. Um Gottes Willen, keine Sorge. Hier kommt die Rubrik Backzubehör im Radialmenü zur Anwendung. Drücke Tab.
Wähle das Backzubehör. Sie sind in Drecke, Mehle, Flüssigkeiten und sonstiges. Drücke R. Ja, Mehl. Drücke kaufen, um das Weizenmehl zu zahlen. Wie viel kostet denn das Weizenmehl? 1,2 Geld. Hm. Ja, komm, ich was bei Weizenmehl, um den Lieferprozess zu beschleunigen. Ich drücke U. Ich habe U gedrückt. Was blinkt hier? Warum habe ich keine Musik mehr? Wir bräuchten 150. Ich habe. Achso. Ach so, da. Okay. Schnelle Lieferung zu zahlen. Es gibt einen einfachen Trick, der dir hilft, zu vermeiden, für eine schnellere Lieferung zu zahlen oder auf ihr einfach rechtzeitig kaufen. Ja. Jetzt mit allen notwendigen Zutaten kannst du endlich mit der Vorbereitung der Bestellung. Jetzt können wir zum Messlöffel. Grüße, ja. Komm, ich krieg das schon irgendwie hin. Guck mal hier. Uff. 100. Warte, wie viel fehlt jetzt? So, jetzt habe ich 150 Gramm in meiner ekelhaft dreckigen Schüssel. Aber gut. Hier 50. Kleiner Mann. 100. 60. Quatsch. So. Milch. Wie viel Milch? 60. So, Hefe, Yeast, Zucker, 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 1, 2, 3 Gramm nur, okay. Gute Arbeit, jetzt kannst du alle Zutaten mischen. Ich muss bestimmt hier, oh, guck mal. Machst du es schon? Ich drücke mal. Ich drücke nun die Tasten am Mixergehäuse und warte, bis der Teig fertig ist. Achte sorgfältig auf das Steuerelement, damit du den Teig nicht zu sehr mixt. Was? Meinst du nicht, dass der Mixvorgang etwas kürzer sein könnte? Wir haben die perfekte Lösung dafür. Aufrüstung der Maschine. Achso. Okay, dann musst du das im Blick behalten. Das wird bestimmt voll stressig später. So. Um die Erweiterungsoptionen zu prüfen, zeige auf die Schüssel des Mixers und drücke U. 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 Turbo-Modus. Durch das Drücken der Taste die Beschleunigung des Mischvorgangs. Ich möchte das nicht. Es scheint, als hätte ich keine Wahl. Um den Teig wieder in die Schüssel zu geben. Excalibum, was? Ich habe ein Achievement bekommen. Drücke auf den Mixer, um den Teig wieder in die Schüssel. So, den Teig auf das... Ich bin ein bisschen irritiert. 39? Den Teig auf das Formbrettding, anschließend den Teig in kleine Portionen teilen und formen. Auf das Formbrett? Hast du das Formbrett? Ha? Bist du das Formbrett? Ah, du bist das Formbrett, okay. Hier, Schüssel. Mein Gott, ist das dreckig. Was ist mit der Musik eigentlich schon wieder hier? Audio. Ton. Aus. Ton. Ein.
Und aus. Ton ein. Ja, ich werde dann ab hier, wenn es nicht wieder losgeht, noch eine eigene Musik einblenden. So. Drücken Sie einfach zu fahren. Es gibt verschiedene Arten von Gebäck, von Baguettes bis Croissants. Wenn du mehr und mehr Erfahrung gewinnst, wirst du lernen, dass das viel zu viel Text ist. Verschiedene Brötchen herstellt. So, ich brauche auch diese kleinen Frühstücksbrötchen. Oh Gott. Blub. Teigform. Teigform. Schnapp dir den Ring der Maus. In Bildern. Ach so, guck mal hier. Da, so. Okay, das ist ein bisschen irritierend, aber gut. Patsch, patsch, patsch. Nicht schlecht. Jetzt leg deine frisch geformten Brötchen auf das Tablett. Ich kann nur ein Brötchen drauf. Wow. Hallo. Warum ist da bei dem 100% noch so ein Zeichen? 14% zu lange gemischt, verdorben. Ich habe Punktum ausgemacht. Was soll denn der Scheiß? Es ist endlich Zeit, deine Brötchen zu backen. Allerdings hast du zurzeit nur einen alten Ofen. Mach dir keine Sorgen, du wirst später im Schüler noch bessere Öfen erwerben. Hast du meinen Ofen? Hallo, hier. Ne. Achso. Press me. Entschuldigung, seid ihr schon durch? Backen, noch 8 Sekunden. Achso, guck mal da. 9. Dam, da, dam, 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 dam. Ja, 100. Schnell wieder raus. Wohin mit euch? Hier. So. Okay, drücken Sie R. Stelle die Schüssel mit Brötchen in den orange schmeckierten Bereich im Ofen. Das habe ich schon gemacht. Jetzt bin ich dem zuvor gekommen. Oh, so ein Scheißdreck. Ja, habe ich. So. Sind jetzt. Nee, okay. Die Lieferkiste befindet sich neben der Tür. Die Menge der Lieferkisten wird immer durch die Anzahl der Bestellungen. Was? Ich bin schon wieder raus. Wird immer durch die Anzahl der Bestellungen, die du am aktuellen Tag abgeholt hast, bestimmt. Die Menge. Achso, okay. Ja. Die Lieferkiste hat das Logo des Kunden auf der Seite, um dir zu helfen, die richtige Kiste zu identifizieren. Diese wird an die 5-Minuten-Bakery geliefert. Wenn du das Blech mit den gebackenen... Ah. Es ist Zeit, die Brötchen für die Lieferung vorzubereiten. Hebe die Kiste auf und stell sie dahin. Denke dran, dass du später im Spielkissen übereinander stapeln kannst, um mehrere Aufträge zu liefern. Jetzt ist die Bestellung zur Auslieferung bereit. Geh zur Tür und drücke und die. Ich muss das jetzt noch ausliefern? Oh. In die Stadt bewegen? Ich bewege mich in die Stadt. Wir haben wieder Musik. Denk daran, deinen Kunden die beste Qualitätsbrötchen. Ja, gut. Glitzernde Stadtmitte. Ich brauche mal eben einen Schluck Kaffee im Moment. Das ist noch nicht das Ende deiner Aufgabe. Die Auslieferung der Bestellung ist ebenso wichtig wie die Vorbereitung. In diesem Teil deiner Arbeit musst du so schnell wie möglich sein. So schnell wie möglich sein. Denk daran, den Timer oben auf dem Bildschirm zu beobachten.
Oldtimer. Später im Spiel kannst du einen Kurier anheuern, oh ja, der die Bestellung für dich ausliefert. Das wäre schön, oder? Ja, das wäre schön. In der linken unteren Ecke siehst du eine Minikarte, okay, sehe ich, die dir hilft, durch die Straßen der Stadt zu navigieren. Um die gesamte Ansicht der Gegend zu überprüfen, öffne den Stadtplan. Bevor wir weitergehen, drücke Tab um das Radialmenü. Das klingt so komisch, das Wort. Hier findest du einige nützliche Tools. Oh, können wir das noch ein bisschen komplizierter machen? Die dir bei der Lieferung helfen könnten. Verwende Escape, um das Radialmenü zu schließen. Oh Gott, muss ich jetzt auch noch? Ich muss fahren! Ich kann aber ganz spurbar. Okay, ich muss. Okay, die Maus ist total egal. Okay. Kann ich mit den Pfeiltasten fahren? Nein. Kann ich auf der Busspur. Ich kann das. Ihr wisst das. Ihr habt den Police-Simulator gesehen. Ihr wisst, wie gut ich Auto fahren kann. Ich würde auch mit der Maus irgendwie. Aber da passiert nichts. Modischer Ort. Fahre in den grünen Bereich und drücke R. So, ich habe 150 Geld bekommen. Sehr schön. Verspätung 0%, Punkt zu 100%. Das ist doch super. So muss es weitergehen. Level 1. Heutige Belohnung in Sauerteigstatte. Oh, ich will. Kennt ihr noch Hermann? Wer kennt Hermann? Den Sauerteig. Den unhygienischsten Kuchen, den man in der Grundschule hatte. Da musste man, man hat ihn von einem Mitschüler hat man eine kleine Tasse bekommen. Da war Teig drin und da war ein Zettel bei mit: Hallo, mein Name ist Hermann. Und da musste man den irgendwie 10, 12 Tage seiner Mutter aufs Auge drücken, weil man selber nicht geschissen gekriegt hat. Und jeden Tag musste da mal eine Tasse Mehl rein oder nur umrühren oder gar nichts. Und am 12. Tag oder so konntest du dann 4 Baby-, Kinder-, Hermann-Dinger-Tassen von dem abnehmen und den Rest konntest du backen. Und der hat mega geil geschmeckt. Aber du wusstest halt nicht, bei der Tasse, die du von deinem Klassenkamerad gekriegt hast, haben die Haustiere, haben die sich die Hände gewaschen, haben die den Löffel abgeleckt und wieder reingesteckt oder so. Das wusste man nicht, aber er war sehr lecker. So, zurück zur Bäckerei. Diese Musik, ne? Also drücke eine beliebige Taste, das ist ja super. So, pass auf. Wir machen jetzt selber Musik hier an. Jetzt ist gut. Ich habe doch bestimmt noch irgendwo das vom letzten Mal hier. Von The Relaxed Movement. 12 Stunden freie Hintergrundmusik. Spiel fortsetzen. Achso, und hier mache ich jetzt mal deine Mal-Ja-Mal-Nein-Musik aus. Okay, das ist okay. Ist das richtig? Ja, ne? So, vielleicht ist es an der Zeit, eine kleine Pause vom Backen zu machen. Weißt du, was mal lustig ist? Eine Verjüngungskur. Es ist an der Zeit für eine Bäckereirenovierung, um ihr ein frisches Gesicht zu geben. Drücke Tab und wähle die Option Anpassen. Zeige auf die Haupttabelle und drücke die Haupttabelle. Also die Haupttür. Ist das richtig? Die Haupttabelle. Was ist die Haupttabelle? Was soll denn das heißen? Main irgendwas? Ich möchte nicht so einen Boden. Das sieht doch ganz okay aus.
zeige auf die Haupttabelle. So? Nein? Nein? What is the Haupttabelle? Das hier? Du hast gerade... Oh, Certified Baker. Completed. Ich habe das Tutorial abgeschlossen. Yay. Du hast gerade deine erste Bestellung abgeschlossen. Vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Es wird dir für deine weitere Zeit als Bäcker nützlich sein. Viel Glück. Ah, soll man den ganzen Kram jetzt nochmal machen? Oder habe ich hier meinen Tisch geupdatet? Ich weiß es nicht, aber ist ja eh nichts passiert. So. Möchtest du die Bestellung überprüfen und einen neuen Tag beginnen? Ja? Okay. Frühstücksbrötchen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wo ist meine Schüssel? Schüssel. So. Wo ist mein Kochbuch? Rezeptbuch. Nee. Hier. Wie viele? Waren auch drei, ne? Rezept verfolgen. Ach, guck mal, da oben ist jetzt mein Steam-Bild. Selbstgelöste Aufgaben. Drei Frühstücksbrötchen. Warum ist da mein Steam-Bild? So. Yeast. 6 Gramm. Mehl. 150. Was bist du? Dinkelmehl oder so, ne? Das ist ja auch irgendein Mehl. So, Wasser 50, 60, Milch 50, 60, Zucker. Das ist doch kein Zucker. Wo ist Zucker? Weißer Zucker. 1, 2, 3. Okay, ich habe alles. Ich kann das. Sehr, soweit, so gut. Ist gut. Altstopp. Hä? Achso. Hab die dreckige Schüssel in der Hand. Wie war das nochmal da? So. Schüssel hier. Brötchen. Zack. Zack. Klick. Zack. Und zack. Patsch. Brötchen. Brötchen. Wie gut seid ihr? Ja. So. Hier gehen wir zu. Wir müssen ja keine Wärme verschwenden. So, hier hin. Und jetzt muss ich den Kram auch direkt ausliefern gehen, ne? Ah. Achtung, ich komme.
Oh, du hältst an, das ist ja nett. Okay, ihr haltet nicht alle an. Ich sollte mich da nicht drauf verlassen. Oh, ah, ich muss denn hin hier? Ist aber weit weg heute. Oh Gott. Macht das was? Ich habe nur 4 Minuten Zeit. Hä? Darf ich da nicht lang? Was soll denn der Scheiß? Ja, Entschuldigung, ich habe auf die Karte geguckt. Elegante Ecke, ja, ja, ja. Da bin ich schon 4 Minuten drüber. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Weg, ich bin mit 90 hier unterwegs. Ich habe eine Einlieferung. Ups. Er hat tatsächlich ein Rad verloren. Oh mein Gott. Mögliche Gasse. Ja, ja, ja. Aber die muss ich nicht wieder zurückfahren. Das dauert mir zu lang. Achtung, ich habe eilige Brötchen. Wieso nur 60%? Ach, oh. Oh, weil ich nur 3 Brötchen geliefert habe. Entschuldigung. Zurück zur Bäckerei. Okay. War ja fast richtig. So, ein dunkles Brot. Okay. Rezeptbuch. Ein dunkles Brot. Okay. Schüssel. Roggenmehl. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Hefe. 5. Wasser. 1, 2, 3. Kanne Milch, ich habe Olivenöl. 50. Salz. 5. Zucker. 2. Alles drin, ne? Mixen. Huch, habe ich es überlastet? Macht das doch auch von alleine, oder? Muss eigentlich gar nicht drücken. Außer wenn ich halt fertig bin. So. Nehmen und hier hin. Schüssel. Da. Runde Brote. Baguette? Nein, Runde. Ist ein rundes Brot, ne? Flup und flup. Wo ist mein Brot? Ach da. Blatsch. Brot. Form. Ja. Okay. Dunkles Brot. Das wirklich schneller? 17, 18, 19, 20. Nö, ich habe mitgezählt. Boost, oh, diese Boost. Aber es ist ein geiles Brot, wenn das nur 60 bis 80 Sekunden braucht. Aber was habe ich für einen heißen Ofen? Vor 200 Grad. Achso, ich habe direkt, hab direkt das Brot da rausgenommen.
Pizza ist auch ein dunkles Brot. Ja, ein dunkles Brot. Ein dunkles Brot in die Stadt bewegen, einen Schluck Kaffee trinken. Glitzernde Stadtmitte, weinende Gasse. Meine Bäckerei ist in der weinenden Gasse. So, ich habe 5 Minuten Zeit und ich muss nur geradeaus, so ungefähr. Aber keiner was wegen dem Auto und Unfallschaden gesagt, ne? Schicke Brücke, weinende Gassen. So sind hier alle Gassen am Weinen. Liefern 100%. Yay. Tada, Level 2. Level 2, zurück zur Bäckerei. Our baby yeast is growing up. Reach Level 2 Achievement und irgendwas Peace. Ich weiß nicht. So. Und ein neuen Tag. Warum eigentlich einen neuen Tag beginnen? Kann ich nicht selber auch irgendwas so machen, fabrizieren, tun? Ich kann gehen. Lieferung bestellen, in die Stadt bewegen, bleiben. Okay. Ja, dann muss ich das ja tun hier. Oh. Donut Dude. 2 dunkle Brötchen. 2x dunkles Brot. Ach guck mal, jetzt hat er es auch direkt da angewählt. 2, okay, also mehr. 1 Kilo. Zwei, vier, 6. Die Müll. Hefe. Was ist das? Sauerteig. Hm. Salz 10. Zucker 4. Fertig. Da rein. Ich weiß nicht, jetzt so viel wirklich schneller ist das jetzt auch nicht, oder? Es macht nur ein anderes Geräusch. Und aus. Ui, das ist ein großes Brot. Das war nicht sehr akkurat, aber gut. Also vom Spiel, nicht von mir. Ich hätte es in der Mitte geteilt. Haben wir immer noch Musik? Warte mal. Warte mal. Och, jetzt komme ich nicht mehr an meinen Browser hier. Warte mal. Okay, nee. Ich habe Hallos. Ich dachte, das Spiel wird jetzt hier einfach weitermachen. Obwohl ich gesagt habe, Musik aus. Und das Brot. Dunkles Brot. Ich habe schon lange kein Brot mehr gebacken. Ich habe noch Dinkelmehl, was unbedingt aufgebraucht werden muss. Die letzten Dinkelbrötchen waren irgendwie sehr klein und sehr trocken. Kann ich in der Zeit noch eine Bestellung annehmen? Nee, ich will die. Mach die Karte mal weg, bitte. Ich habe Angst, dass mir das Brot verbrennt. Mhm. Objekt erweitern. Okay, dann nicht.
kommt dann da Qualm raus, oder? Oh, aufpassen. Raus mit euch. Dunkles Brot, Kiste. So, kann ich jetzt noch die andere Bestellung machen? Nee. Okay, dann gehe ich halt. Im Weg. Ich habe zwei Brote. Die sind noch warm. Die dürfen nicht kalt werden. Oh, bin ich hier. Weil diese Kameraführung ist auch ein bisschen... Was sind denn das für Zeichen hier? Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Ja, komm, da kommen wir doch irgendwie durch hier. Oh. Jetzt sag mal. Ja, komm, du kannst, das schaffst du. Du schaffst das. Los. Ah. Mensch, wo muss ich denn hin? Das war jetzt zu viel, weil mein Autogeräusch ist jetzt weg. Mir wird ja. Ich muss hier irgendwie einen Umweg fahren. Oh, ich habe 18 Minuten Zeit. So viel Geduld habe ich aber nicht. So, ich glaube, ich bin wieder back on track hier. Das ist schon wieder die nächste Straßensperre. Ist mir aber egal, da mogel ich mich auch bestimmt irgendwie durch. Hm? Okay, da vorbei. Ja, jetzt bleib mal ein bisschen locker hier. Ja, wenden kann ich. Richtig einschlagen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin echt froh, dass ich in dem Fall eine blonde Frau bin, damit ich jedes Mal, wenn irgendwas passiert, sagen kann, ja, nö, wer hat eine blonde Frau, gar nichts für. Auch wenn ich gegen Diskriminieren bin. Und gegen Klischees. Und eigentlich kann ich das ja. Die meiste Zeit kann ich das. Süße Bäume, Ebene mit Blüten. Sag mal, woher bestellt ihr bitte eure Brote? Jetzt geht meine eigene Musik auch verloren. Was ist denn hier los? Ach nee, da ist sie. Ah. Ich bin froh, dass ich nicht zurückfahren muss. Lustige Hügel. Achtung, Achtung. Donut, hallo, ich... Oh, ah, rückwärts. Der Donut-Dude will Vollkornbrote hier, oder was war das? Sag mal, ich reich das einfach nicht hin, ne? Hier, bitte. Park. Ja, 100%. Hätte es mir weniger gegeben, wäre ich aber auch ausgeflippt, ja. So, jetzt müssen wir noch zur 5-Minuten-Bakery gehen. Und die hätte ich nicht einfach schon mitmachen können. Oder habe ich das so wieder nicht kapiert? Diese beliebige Taste, kannst du nicht einfach weiterdrücken? Später, ich hatte doch auch die... Hm. Okay, ich probiere es nochmal am nächsten Tag. Das bringt ein bisschen mehr Geld, einen kleinen Tag. Nee, ich nehme die. Oder kann ich die auch nehmen? Hm. Nö, ich kann anscheinend nur eins immer nehmen. So, 11 Frühstücksbrötchen. Woher weiß ich denn, wann ich hier mal was neu kaufen muss? Weil
das fängt für mich irgendwie immer wieder neu an und hier ist immer wieder noch Sache drinne. Oder habt ihr Entwickler das nicht ganz so durchdacht? 550. Oh, Weizenmehl? Doch, ist Weizenmehl. Was ist denn? Whole Meal Flour Pure. Pures Mehl. Habe ich nicht gekauft, ne? Deswegen. 200. Also 20 Milch. Hä? Oh. Er nimmt es mit einer Pipette wieder heraus. Oder sie. Oder es. Hefe. 22 Zucker. 11. Alles drin. Bitte mixen. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich hoffe, es war nicht lange drin. Oh. Es war ein Brötchen, ne? Es wären viele Brötchen. Wenn sie ungleichmäßig werden, zeigt er mir das dann auch an. Ich habe die jetzt nicht immer gleich geklickt. Jetzt muss ich 11-mal hier drauf drücken. Okay. Okay, oh, jetzt muss ich 11-mal das hier rüber buxieren. Ne. 2. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Was ist das eigentlich? Mittelkosten, was? Stell das hier hin. Brotpfanne, Brotstation. Okay. So, ich kann 2 Bleche auf einmal machen, habe ich gelesen. So backt ihr noch nicht, ne? Eieiei. Okay. Zeit für Kaffee? Kann ich meinen Ofen nicht erweitern? H, wieso steht da H? Muss ich gleich machen, weil hier Brötchen und so. Weil Brötchen sonst verbrannt. Kann ich euch nicht. Komm, ach, guck mal, das ist ja viel einfacher. So. H. Um den Ofen zu öffnen, klicke auf die Tür. Bliblablub. Alter, einfacher Ofen. Hier, ach so, hier werden alle Sachen nochmal erklärt. T.
Teigteilmaschine. Okay. Das G? JG? Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Deshalb solltest du... Ach, da oben, die Zeit ist nicht meine Fahrzeit. Das ist die Zeit, damit ich das machen kann. Ich verstehe. Das Frühstücksbrötchen liefert dir alle essentiellen Nährstoffe, die dir helfen, bis zum Abend zu arbeiten. Das Frühstücksbrötchen? Okay. Schnapp dir ein Brötchen und genieße einen leckeren Snack. Nee, ich liefere jetzt Brötchen. Ist hier ums Eck. Hier gehen wir wieder zu. Ja. In die Stadt bewegen. Also, ich will es nicht beschwören, aber bis jetzt ganz piesig. Und machbar. Auch für mich. Ich war ja ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Mit so vielen Optionen und Sachen. Und auf einmal ist es doch viel einfacher als gedacht. Tü-tüm. Level 3, Level 4. Heutige Belohnungen, Frühstücksbrötchen, dreieckiges Brötchen. Oh, ich hätte gern so eine Laugenecke. Das ist so ein Dreieck. Backpulver, Joghurtmaschine zum Runden und Teilen. Plus 300 Schüsselinhalt. Was bedeutet... Achso, warte mal. Bestellbonus. Qualität bei Lieferung erhält die Gesamtqualität 5% Bonus. Anruf wegen Verspätung. Wegen Verspätung anrufen kann nur einmal pro Tag. Ja, ich habe ja auch nur eine Bestellung pro Tag. Verwendet werden, bietet Bonuszeit nur vor der Verspätung. Um dich schnell zu bewegen. Schaltet neue Elemente. Okay. Vorher konnte ich jetzt nicht rennen. Nee, ich kann nicht rennen. Smart Cookie Unlock the First Perk. Was für ein Perk? So, dreimal altmodischer Brotleib, drei silberne Brotleib. Das ist beides dasselbe, nur silberner Brotleib. Das hier ist näher dran, also nehme ich das mal. Okay. Schlüssel. Vollkornmehl. Scheiße, welches davon ist Vollkornmehl? Bist du? Du bist Trockenmehl. Nein. Trockenmehl nimmt man nicht mit einer Pipette wieder raus. Ach, deswegen ist es auch rot. Ach, guck mal, das ist ja echt für blöd. Das ist gut für mich. Ein Kilo, 1,1, 1,2. Bin ich doof? Ja, ich kann gerade nicht richtig gucken. 1,23. So, Sauerteigstarter. Was ist denn das für ein Brot? 450. So, Salze, Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zu viel. Scheiße. Zu wenig. So. 36 Gramm Salz. 36 Gramm. So. Die Schüssel wiegt 2,676 Kilo. Ich kann maximal 3 Kilo in die Schüssel packen. Ah, okay, ich verstehe. So. Oh, wer bist denn du? Kann ich dich auch benutzen?
Bravo. Drücke U. Halbautomatische Maschine, die Teig in Quadrate, Dreiecke und Kreise teilt und formt. Ich kann sie kaufen. Ach so, das ist mein Geld. Das ist. Ja, mach mal. Wie geht denn das? Okay, vielleicht brauche ich, kann ich das halt hier jetzt noch nicht machen. Oder erst, vielleicht erst, wenn ich das gemixt habe. Das macht auch Sinn, ne? Okay. Vielleicht ich jetzt hier. Guck mal, ist das offen jetzt hier, oder? Wo muss ich dich. Was ist denn jetzt passiert? Wieso schmiere ich das Brot da dran? Ich. Hä? Nee, komm mal wieder mit. Keine Experimente. Ich bin schon wieder ein bisschen raus hier. Was muss ich nochmal machen? Brotleib. Drei Brotleib? Bist du drei? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles hab. Okay, habe ich das so falsch abgeschnitten? Oder wird das noch größer jetzt? Kann ich auch das nehmen und... Ja, Cookie mal, das geht doch viel einfacher. So. Warum blinkt denn da unten das Haar dauernd? Das nervt mich. Wofür sind denn die Knöpfe? Eins. Ist das zwei? Ist mein Level? Drei sind meine Einnahmen. Ich mag das Bild immer noch nach all den Jahren, ne? Huch, jetzt habe ich ja meine Steam-Sachen eingeblendet. Das wollte ich gar nicht. Vier ist einfach alles ausblenden. Ah ne, das ist dieser komische Baumodus hier. Fünf. Was passiert? Ah. Seid ihr fertig? Nee. Hallo. Okay, ich wurde zurückgesetzt, aber warum? Weil, also ja, ich habe den Knopf dafür gedrückt, aber wozu soll man das denn drücken? Jetzt drücke ich die 7 auch. Nee. Nee. Ich schaff das. Bring mal hin. So, oh, ich schaue gerade auf die Uhr. Diese Bestellung machen wir noch. Es ist entspannt, oder? Oh, 100. Sagte sie und verbrannte fast das Brot. Bisher ist es entspannend. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen möchtet. Dann auch von Anfang an mit meiner vernünftigen Musik und nicht Musik, die abbricht. Ja, beliebige Taste drücken, es tut mir leid. Achtung, Achtung, ich komm. Ah. Mein Spiel ist gecrashed.
Ja, jetzt brauche ich auch keine Hintergrundmusik mehr. Doch, zu verabschieden. Ja, Entschuldigung. Send and close, dann bleibst halt zu. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Wir werden nie erfahren, ob ich die Brote hätte sicher abliefern können. Und ja, sorry, konnte ich nichts für. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Sonst spielen wir irgendwas anderes. Ich hätte noch einen Farm-Simulator im Angebot. Na? So, das war's. Tschüss. Thank you.